Musikalisch beschwingt von den Wunschfeen der Tanzklasse 5 aus der Musik- und Kunstschule des Landkreises Leipzig ging es tänzerisch in den Bürgerempfang der großen Kreisstadt Wurzen. Dazu hatte Oberbürgermeister Marcel Buchter am Nachmittag des 20. Januar in das Kulturhaus Schweizergarten geladen. Die Veranstaltung bildet den Rahmen für die Würdigung des Ehrenamtes in Vereinen, Verbänden, im Brand- und Katastrophenschutz oder der Kommunalpolitik. Mehr als 200 Wurznerinnen und Wurzner sowie die Gäste begrüßte Oberbürgermeister Marcel Buchter an diesem Nachmittag. Marcel Buchter schaute auf das Jahr 2023 zurück und freute sich über die vielen Aktivitäten und die Vereinsjubiläen in Wurzen und ihren Ortsteilen. Als besonderes Highlight hob er die Eröffnung des Ringelnatzhauses und das Engagement des dazugehörigen Vereins hervor. Dass Wurzen auch gerade seit dem letzten Jahr überregional noch weiter und heller strahlt, ist unter anderem auch dem langjährigen Engagement des Joachim-Ringelnatz-Vereins zu verdanken, der nach ganz viel Kraft und Ausdauer im April letzten Jahres das Ringelnatz-Geburtshaus in seine Obhut genommen hat, nachdem wir es als Stadt Wurzen entsprechend saniert haben und alleine schon im letzten Jahr über 3000 Besucher dort gezählt hat. Also das ist wirklich eine Größenordnung, wo man sagt, das ist ganz toll für unsere Stadt. Der Oberbürgermeister sprach auch ernste Themen an, wie den Erhalt der Muldentalkliniken. Er dankte allen, die im vergangenen Jahr an der Mahnwache teilnahmen und den Protest am Kreistag in Neukieritzsch auf die Beine gestellt haben. Das war einfach der Hammer. Waren einfach so viele Leute, die sich dort begeistert haben, dort zusammenzustehen und ein Zeichen zu setzen und zu sagen, das ist uns nicht egal. Er dankte dem Landrat für die Zusammenarbeit, von der er begeistert ist. Der Landrat ist jederzeit für mich, für unsere Region ansprechbar, so der Oberbürgermeister. Er ist sachlich, nimmt verschiedene Perspektiven ein und ist immer lösungsorientiert. Das attestierte er dem Landrat auch in Sachen Wurzner Krankenhaus. Weiter freute sich der Oberbürgermeister über die Zusammenarbeit der vier Bürgermeister des Wurzner Landes. Das Wurzner Land verbinde ein Projekt ganz besonders, die sogenannte WOS-Förderung aus dem Fördermittelprogramm Weltoffenes Sachsen. Diese habe in den letzten Jahren zu einer wahren Dynamik im Vereinsleben geführt, zu tollen Projekten und Begegnungen und einem wunderbaren Austausch unter den Akteuren. Landrat Henrik Reichen wünschte den Anwesenden ein gesundes und friedliches Jahr 2024. In seinem Grußwort erinnerte er an den Krieg in der Ukraine, der in wenigen Wochen in das dritte Jahr geht, die Kriegshandlungen in Nahost, der modernen Piraterie in Afrika und den damit verbundenen Auswirkungen für das Leben hier. Er sprach auch die Situation der Muldentalkliniken an. Er ging darauf ein, dass er die Situation fehlinterpretiert habe, dass die beiden Standorte 2023 wirtschaftlich wieder auf das Niveau von 2019 zurückkehren würden. Ich bin dem Kreistag sehr dankbar, dass er im letzten Jahr mit einer Liquiditätshilfe geholfen hat, dass wir über das Jahr 2023, auch noch über das Jahr 2024 kommen. Aber die Frage stellt sich spätestens ab dem nächsten Jahr, wie soll es dann weitergehen? Mit einem Niveau von 70% und Kosten, die bei 100% liegen. Und niemand da ist, der uns das ausgleicht. Wir hatten im Sommer noch die Hoffnung, eigentlich auch die Erwartungshaltung, dass es gelingt, ab dem 1. Januar 2024 mit einer neuen Bundesfinanzierung den kleinen Krankenhäusern im ländlichen Raum zu helfen, indem man eben weg wollte von dieser Fallpauschale hin zu dem Ersatz von Vorhaltekosten. Es war angedacht, 60% der Vorhaltekosten in einem Krankenhaus pauschal zu finanzieren und nur 40% von diesen Fallzahlen abhängig zu machen. Stand heute wissen wir, auch das ist nicht eingetreten, die Bundesfinanzierung bleibt, wie sie ist. Sodass wir uns in einer nicht einfachen, aber am Ende klaren Entscheidung dazu durchringen mussten, auch wenn das von Herzen niemand wollte, dass wir uns einen neuen Träger für das Krankenhaus suchen. Nicht zwingend ein privater Träger, das kann auch ein öffentlicher Träger sein, aber der Träger muss ein Merkmal mitbringen, er muss deutlich größer sein wie wir. Er muss größer sein, dass er genau vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen, vor einer weiteren Spezialisierung der einzelnen Stationen, dass er davon einen Vorteil erkennt, zwei Häuser im ländlichen Raum zu übernehmen. Dafür gibt es keine Garantien, aber es ist eine Chance, die wir haben und das wollen wir. Beide Häuser erhalten und im Übrigen auch unsere MVZs erhalten, die in manchen Teilen des Landkreises, eher im südlichen Teil, fast die einzige ärztliche Versorgung ist, die überhaupt noch im ländlichen Raum vorhanden ist. Und mit dieser Chance, mit einem größeren Träger, beide Häuser weiter betreiben zu können, werden wir uns in ein Verfahren geben, in dem wir uns von den Vorstellungen auch vollkommen gelöst haben,
dass der Kaufpreis irgendwie eine entscheidende Rolle spielen kann. Die entscheidende Rolle für uns, das haben wir auch im Kreistag definiert, wird die Rolle sein, dass der neue Träger uns zusichert, beide Standorte und die MVZs weiter betreiben zu können. Aus Sicht des Landkreises freut er sich auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Wurzner Region. Den Grußworten folgte eine weitere Darbietung der Musikschule. Kleine Mädchen, große Botschaft. Darauf folgte die Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Wurzen. Die Laudatio hielt Thomas Schumann als Vertreter des VDK. Darin würdigte er den zu Ehrenden und seinen unermüdlichen Einsatz für die Menschen in der Interessenvertretung und darüber hinaus. Er beschrieb ihn als Kümmerer für die Menschen. Stets bescheiden und im Hintergrund war er doch ein Macher und ein Vorbild für uns alle, sagte Laudator Thomas Schumann über Jochen Wilfurt. Dieser wurde mit dem Ehrenamtspreis in der Kategorie Verdienste um das Gemeinwesen in gemeinnützigen Vereinen, Kirchen, Gruppen und Initiativen geehrt. Ein weiterer Ehrenamtspreis, der für sein Lebenswerk, erhielt Boxlegende Horst Kästner. Laudator Holger Zagner brachte den Saal in Bewegung und würdigte anschließend die sportlichen Erfolge und das Engagement Kästners für den Wurzner Boxsport, das er beispielhaft nannte. Kästner steht heute noch mit 86 Jahren zweimal in der Woche als Trainer in der Halle. Nach Verleihung des Ehrenamtspreises luden die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzklasse 3 zum Wandertag. Dieser Tanz erreichte beim Sächsischen Landeswettbewerb einen 3. Platz. Aller guten Dinge sind 3, auch in Sachen Spannung. Mit Punkt 9 des Programms wurde die Würdigung eines besonderen Engagements angekündigt. Diese übernahm der Oberbürgermeister persönlich. Aber es gibt tatsächlich in Wurzen bereits seit 15 Jahren einen Weihnachtsmann, das ist vielleicht eine Weihnachtsfrau ist. Und in diesem Sinne möchten wir Kerstin Höhne und ihre Elfriede Neumann ein ganz besonders großes Dankeschön aussprechen, die nicht nur die Weihnachtszeit bezaubern, sondern eben auch immer bei unseren Park- und Stadtfesten kräftig mit unterstützen und würden sie daher kurz auf die Bühne bitten. Tänzerisch begann der offizielle Teil des Bürgerempfangs und so schloss er auch mit dem Tanz Spinnereien der Tanzklasse 5 der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig. Anschließend blieb Zeit für Kaffee und Kuchen.